schön mittig stellen. Yeah. Nice. Oh, fuck. So, Leute, ich bin zurück in The Tower 2. Ja, ich konnte natürlich mein noobiges erstes Gameplay nicht auf mir sitzen lassen. Hab ein bisschen in Level 1 geübt und bin auch auf Rang 3 gelandet. Ja, Leute, ich versuche das nochmal ein bisschen zu toppen und let's go. Entschuldigt mir bitte, wenn ich hier ein paar Atemgeräusche im Video habe, weil das Game ist wirklich anstrengend, wenn man das hier auf Zeit spielt. Wir können natürlich hier voll Speed geben, wenn wir den linken oder rechten Stick nach vorne drücken. Ab und zu solltet ihr aber doch mal ein bisschen langsamer auch fahren. Jo, Leute, ihr seht schon, da geht schon was. Extrem wichtig, wirklich hier alle Time-Icons zu erwischen. Dann lieber mal ein bisschen langsamer fahren. So, jetzt warten wir hier kurz und Vollgas. Dann müssen wir uns hier auch nicht bücken. Wie in meinem ersten Let's Play. So, jetzt kommt eine etwas heikle Stelle. Da machen wir mal ein bisschen langsamer. Okay, hier können wir Speed geben. Und Vollspeed. Hand wechseln und runter hier. Puh, Leute. Ja, wie ihr seht, an der Stelle bin ich letztes Mal echt extrem oft gestorben, beziehungsweise bin einfach nicht weitergekommen. Mittlerweile gar kein Problem mehr. Vollspeed! Okay, ducken. Okay, weiter geht's. Wo öffnet sich's? Da. Und ins Ziel. Mal gucken, was wir geschafft haben. 1,55, ich habe mich auf jeden Fall wieder verbessert. Aber für Platz 2 hat es noch nicht. Oh, Sysweg Platz 2. Turnaround. Oh, wo stehe ich denn hier? So, Menü. Puh, Leute, ist echt anstrengend. Man kommt hier schon richtig außer Puste. Ja, leider hat es nicht gereicht für die globale Rangliste, aber für diese Woche Platz 2, da kann ich mit leben. Wir gucken uns mal Stage 2 an. So, bereit machen. Und play. Wow. Mit Sprung. Oh. Einen nur erwischt, hätte ich beide Hände hochhalten müssen. Wunderbar. Oh no, da war auch einer. Fuck.
weiter. Jetzt kommt eine Schaukel. Jawohl. Sehr nice. Und Speed. Wie fies. No. Fuck. Der hat's echt in sich hier. Fuck, nur einen erwischt. Ja, wie soll man da beide erwischen? Leute. Okay. Wusch. Extrem cooles Game. No! Okay, wir können ja einfach nochmal weitermachen. Ich kann mich wieder neu ausrichten und weiter geht's. Das ist wirklich eine schwere Stelle, die hier zu erreichen. Nein, falsche Hand. Mist. Den lassen wir uns einfach weg. Allerdings wird das wahrscheinlich kein guter Platz. Leute, 2 Minuten. Sehr nice. All-Time Platz 4. Nicht schlecht. Sysweek Platz 1. Geil. Menü. All-Time. Boah, Leute, hey. 1 Minute 15, das ist schon echt krank. Der Ivo hat 1 Minute 25, es ist einer von den Entwicklern. Das Week, aber für das Week bin ich zufrieden. So, dann schauen wir noch Level 3 Station, der schaut da richtig spacig aus. Mal gucken, was da geht. Play, wow, das schaut cool aus, Leute. Oh je. Oh je. Okay, dann müssen wir beide Hände hernehmen. Okay, das habe ich jetzt... da war was zum Festhalten. Alles klar. Den Level hier spiele ich jetzt zum ersten Mal. Boah! Wow! Da merkt man auch gleich, wenn man noch nicht geübt hat. Wow, Leute, der schaut richtig cool aus, das Level. Boah! Oh no, jetzt bin ich vom Band drunter geflogen. Ja, da müssen wir natürlich auch immer aufpassen, dass wir auf dem Band bleiben. Schön mittig stellen. Yeah! Nice. Oh fuck. Oh no! Mist! Der hat's echt in sich, der Level. Ich lasse das jetzt mal weg. Ich habe keine Ahnung, wie ich die einsammeln soll. Boah, Leute! Der geht echt ab, der Level, Mann. Fuck. Okay, Leute. Hier ist es echt extrem schwer. Da muss man schon ein bisschen üben für den Level. Nein, falsch rum. Mist.
Okay. Nein, zu spät gedrückt. Again and again. Nein, schon wieder zu spät. Mist. Und again. Ja. Und hier runter. Klatsch. Oh, Leute. Also, wer sich auspowern will, der ist hier definitiv gut aufgehoben in diesem Game. Nein! Mist. Okay, neu ausrichten. Nein! Oh, die kommen echt schnell. Ja, sehr nice. Ziel. Boah, Leute. Was ist das für ein Level? Echt heftig. Alltime Rang 11. Wir gehen zurück ins Menü. Ja, Leute, wen das hier zu sportlich ist und zu viel Bewegung ist, der kann hier den Main, die Main Story spielen. Und da hätte ich gesagt, schauen wir auch mal ganz kurz rein. Wir starten dazu ein neues Game. Weil ich bei meinem aktuellen Stand schon etwas weiter bin und ich möchte euch das gerne von vorne zeigen. Muss ich erstmal wieder zur Puste kommen hier. Puh. Ja, die Ladezeit ist hier schon etwas länger. Es ist eine riesige Welt, durch die wir uns bewegen werden. Oh yeah. Zappenduster. Die Zukunft. 2013, das ist ja die Vergangenheit. Oh. Man kann das nicht abkürzen. Was für eine Drohne. Was passiert? Irgendwas passiert hier. Oh, es geht los. So, wir können uns jetzt hier auch schnell fortbewegen. The Underground. Oh yeah, was ist das? Oh yeah. Sieht aus wie so Magnetschwebebahnen. Virtual Parkour Leech. Ja, Leute. Oh, ich muss hier ein bisschen ausweichen. Da kommt auch noch einer. Oh, oh. Wow. Hat schon echt in sich, das Game. Hat definitiv Potenzial. Und das Coolste ist halt echt, dass die Leute hier aus München kommen. Okay, wir müssen ausweichen. Tower Station. Tower Station, yeah. Wir sind wohl in Japan oder China. Wie es ausschaut. Oh, es geht's nach draußen. Welcome to Delta City. Nach oben. Einmal ducken. Ducken.
Oh nein, eine Kreissäge. Yeah. Was ist das? Oh. GR101. Ah, eine Videokassette. Nicht schlecht. Nehmen wir natürlich mit, wenn wir sowas finden. Was wird hier gespielt? Oh, eine Pistole. Sehr nice. Muss aufpassen, dass ich hier nichts umschmeiße. Wow. Der kommt mit einer Kreissäge an hier. Gar kein Problem. Hier geht's nach oben. Juhu! Zweite Pistole. Sehr nice. Wow. No! Eine Drohne. Wir müssen unsere Pistols wegschmeißen. Oh. Ja, Leute. Jetzt geht's in die Höhe. Schaut schon sehr cool aus. Ja, ist echt mal was anderes. Macht auf jeden Fall Spaß. Hat schon Potenzial, Leute. Und schaut einfach nur cool aus, diese City hier. The Moonrise ist Platz 1 in Towers. Okay, ne, Speedway. Ah, da sehen wir die ganzen Ranglisten. Sehr nice. Vielleicht sehe ich mich auch noch. Oh, da stehe ich. Yeah, DeLorean 787. Und wir setzen zur Landung an. Zack. The Rooftops. Oh no. Ja, Leute. Weiter würde ich jetzt hier gar nicht mehr spielen. Ich will euch nicht zu sehr spoilern. Und ja, ich gehe mal zurück ins Menü. Das war der Story-Modus. Jo Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Und ein Abo wäre auch nicht verkehrt. Wäre echt schön, von euch ein bisschen unterstützt zu werden. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!